Einer der größten Vereine Deutschlands hat in den letzten Jahren einiges durchgemacht. Vor 2 Jahren noch beinahe abgestiegen, in der Relegation durch ein Tor in der 96. Minute die Klasse gehalten und seit 2 Jahren langsam wieder im Aufbau. Seit 2 Jahren wächst da wieder richtig was zusammen beim FC Nürnberg. Wir schauen heute drauf und ich gebe meine Meinung zum Kader des FCN. Viel Spaß! Ich habe es ja angekündigt, es werden Bundesliga-Prognosen kommen. Die ganzen werden genauso im Stil gehalten wie die 96-Videos. Das heißt, ich werde hier einfach freischnauze ein bisschen rumreden und ein bisschen erzählen. Ich möchte aber ganz kurz vorher einmal einen Disclaimer machen. Den mache ich jedes Mal. Ich erkläre aber nur einmal, wie diese Prognosen oder diese Bewertungen im Endeffekt funktionieren. Ich bin kein Nürnberg-Experte, offensichtlich nicht. Ich beschäftige mich zwar generell sehr viel mit Fußball, aber natürlich wissen vor allem die Clubfans deutlich mehr über ihren FCN als ich. Nichtsdestotrotz möchte ich meine subjektive Meinung sagen, wie ich diesen Kader bewerte. Ich werde nicht meine Prognose abgeben, die Zweitliga-Prognose generell gesammelt wird im Laufe dieser Woche noch kommen und ich werde auch nicht alle Zweitliga-Teams bewerten, sondern nur die, die ich wirklich als Top-Teams sehe, beziehungsweise bei denen ich mir zumindest anmaße, dass ich genug über sie weiß, beziehungsweise genug gesehen und gelesen habe, um sie wirklich in irgendeiner Form einordnen zu können. Der FC Nürnberg ist einer der Mitfavoriten für mich auf den Aufstieg, so viel sei schon mal gesagt, aber genaueres nochmal in der Bundesliga-Prognose. Wenn ihr nicht warten wollt, dann könnt ihr euch gerne den Podcast Klassenunterschied anhören. Da haben wir bereits am Montag auf Spotify drüber geredet, wie wir den Club sehen. Allerdings kommt die Folge am Mittwoch erst auf YouTube online, das heißt, wenn ihr das heute noch sehen möchtet oder hören möchtet, besser gesagt, dann gerne mal bei Spotify vorbeischauen. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Grundsätzlich der erste FC Nürnberg bekanntermaßen ein sehr großer, ein sehr traditioneller Club, eine absolute Fahrstuhlmannschaft, schwierig für einen Menschen, der in der Aufzugsbranche arbeitet, aber eine Fahrstuhlmannschaft, oft erste Liga, oft zweite Liga, immer hin und her. Und jetzt mittlerweile haben sie sich in der zweiten Liga schon seit einigen Jahren so mehr oder weniger wieder es gemütlich gemacht, und zwar seit dem Abstieg in der Saison 17-18, wo sie mit Hannover 96 zusammen abgestiegen sind, dementsprechend fühle ich das. Allerdings, wie gesagt, hatten sie ein paar schwere Jahre, unter anderem mit der Relegation, beziehungsweise insbesondere hatten sie ein schweres Jahr mit der Relegation, danach 11., dann 8. Und genau in dieser Zeit ist auch der neue Trainer so richtig gewachsen an der Seitenlinie, und zwar Robert Klaus. Ein klasse Trainer, ein junger Trainer mit einer Idee, der eine richtig gute Truppe geformt hat, die in der vergangenen Saison gerade zum Ende hin auch sehr schlagkräftig unterwegs war und sich fast nochmal wirklich in den Aufstiegskampf hatte einmischen können. Das ist am Ende nicht passiert. Nichtsdestotrotz ist gerade in der jetzigen Saison, in der neuen Saison mit dem FC Nürnberg zu rechnen. Erstes Spiel wird gegen den FC St. Pauli sein, auswärts am Millerntor. Es gibt durchaus einfachere Gegner, aber gerade der Kader spricht eigentlich dafür, dass auch diese Aufgabe gemeistert werden könnte. Ob der FCN am Ende der Saison aufsteigt, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Gerne auch eure Noten. Ich werde jeden Mannschaftsteil einzeln mit einer Note bewerten und allgemein ein bisschen darüber reden, wen ich da spannend finde, wen ich da gut finde. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Eure kann gerne in die Kommentare, gerade wenn hier auch was definitiv passieren wird, ein paar Nürnberg-Fans vielleicht sind. Schreibt mir doch eure Meinung gerne mal rein und vor allem auch, wie ihr glaubt, dass Nürnberg am Ende der Saison abschneiden wird. Ich will hier niemanden irgendwie triggern oder niemandem irgendwie vormachen, dass ich Nürnberg-Experte wäre. Das bin ich nicht, aber ich habe mir natürlich gerade auch die größeren Teams aus der zweiten Liga angeschaut, weil das immer interessant ist und mein Verein, Hannover 96, eben auch in der zweiten Liga spielt und dass die Teams sind, gegen die es vermeintlich sehr schwer werden wird in der kommenden Saison. Wie gesagt, der Trainer Robert Klaus, da braucht man eigentlich keine wirkliche Note vergeben, denn bei Trainern ist es immer schwierig, die müssen zum Verein passen etc. etc. Ich habe natürlich auch da meine subjektiven Meinungen, manche Trainer mag ich mehr, manche Trainer mag ich weniger, dementsprechend wäre es da unfair, auf persönlicher Ebene eine Note zu geben, was die Qualität angeht. Robert Klaus würde ich aber, wenn ich es machen würde, eine 1 geben. Ich finde den sehr, sehr spannend, ein sehr guter Trainer mit einer Idee, sehr jung, großes Trainertalent. Ich bin gespannt, was seine nächste Station sein wird, wenn er sich dann irgendwann mal aus Nürnberg verabschieden sollte. Und er macht in Kombination mit dem Sportdirektor beziehungsweise mit der Führungsetage des FC Nürnbergs bisher meiner Meinung nach einen recht guten Job. Denn wenn man ganz ehrlich ist, ist das, was die auf dem Transfermarkt gemacht haben diesen Sommer, sehr, sehr stark. Olaf Rebbe ist der Sportdirektor, auch noch relativ jung, nicht so jung, aber für einen Sportdirektor meiner Meinung nach relativ jung. Ehemals war der mal sportlicher Leiter beim VfL Wolfsburg. Das heißt, mit Geld ausgeben kennt er sich aus. Allerdings auch mit Geld einnehmen, unter anderem vom VfL Wolfsburg. Denn Kilian Fischer wurde für 2,5 Millionen nach Wolfsburg verkauft. Dazu Adam Cherin für 650.000 zu Panathinaikos und Marco Suva ebenfalls für eine Ablöse von 200.000 zum BVB 2 oder BVB 1, das sehe ich hier gerade nicht, aber ist es im Endeffekt auch egal, 200.000 Euro haben sie eingenommen. Konstantin Rausch ist ablösefrei gegangen, genauso wie Nikola Dovedan, allerdings haben sie auch ablösefreie Spieler geholt und zwar unter anderem einen sehr guten Rechtsverteidiger, dementsprechend Kilian Fischer ersetzt, Jan Jamera kommt vom HSV, ebenfalls vom HSV ablösefrei, kommt Manuel Winsheimer, ablösefrei aus Regensburg kommt Erik Wekesser, das ist auch ein guter Transfer.
Transfer und sie haben auch Ablöse bezahlt, allerdings vor allem für die Sturmposition. 1,7 Millionen da in Summe für Kwadwo Dua von St. Gallen, der da richtig performt hat in der Schweizer Liga, und für Christoph Daferner, der letzte Saison bei Dresden sein Potenzial hat, ja, ich sag mal, andeuten können. 1 Million Euro Ablöse. Das ist eine ganze Menge für einen Zweitligisten. Das wird jeder wissen, der die zweite Liga in irgendeiner Form verfolgt. Aber nichtsdestotrotz zeigt es die Ambition, die der FCN hat. Die haben nämlich in einigen Mannschaftsteilen wirklich schon eine schlagfertige Truppe zusammen. Nach dem, was ich gelesen habe, werden sie im 4-2-3-1 spielen oder irgendwas auf jeden Fall mit einem stabilen Mittelfeld. Es wird wahrscheinlich keine Dreierkette, könnte aber auch sein. Man ist aber wohl auch weg von der Raute im Mittelfeld. Also irgendwie konnte ich nicht so ganz rauslesen, was es werden wird. Nichtsdestotrotz möchte ich zumindest mal darauf eingehen, dass ich glaube, dass es 4 Mittelfeldspieler geben wird, 2 Stürmer und 4 Verteidiger. Also das ist halt eben jetzt die Grundlage. Wenn ich theoretisch ein Team bewerten würde, was eine Dreierkette spielt, müsste ich natürlich anders drauf schauen, als wenn ich jetzt meiner Viererkette es gucke. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, liebe Nürnberg-Fans, was glaubt ihr, wie die Aufstellung aussehen wird, wer ist gesetzt, wer ist nicht gesetzt, beziehungsweise wer wird wo auch eingesetzt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wie gesagt, irgendwas mit Viererkette, dann 4 im Mittelfeld, in welcher Form auch immer. 4-4-2 vielleicht 4-1-2-1-2, wie auch immer. Und dann vorne drin eine Doppelspitze aus Dua und Daferner, wie ich es gerade schon angesprochen habe. Torwartposition, relativ easy, sage ich mal. Kannst du gut bewerten, weil ist ein erfahrener Zweitliga-Keeper, ist ein erfahrener Keeper generell. Christian Matenia, der ein oder andere wird ihn spätestens seit seiner Zeit beim HSV kennen. Hat bei Nürnberg jetzt letzte Saison schon das Tor gehütet. Ist ein solider Keeper, ist in meinen Augen jetzt kein überragender Zweitliga-Keeper, aber definitiv in Ordnung. Kam nach Hamburg aus Darmstadt, damals 2014. Hat dann lange bei den Hamburgern gespielt, nämlich auch 2 Jahre und ist mittlerweile schon 4 Jahre beim FCN. 125 Bundesliga Spiele, Entschuldigung, und 160 Mal hat er hinter sich greifen müssen, 43 Mal zu 0 gespielt, super solider Rückhalt, jedes dritte Spiel macht er zu 0, das ist schon ziemlich, ziemlich stark, von daher ist man da gut aufgestellt. Ersatztorwart, ich möchte es nicht so tief beurteilen, einfach weil ich auch da zu wenig Einblick habe, Karl Klaus, Jan Reichert, sieht aber in Ordnung aus, sage ich einfach mal, man wird es in den seltensten Fällen brauchen, dementsprechend auf der Torhüterposition eine solide 2. Die Verteidigung sieht dann in meinen Augen sehr spannend aus. Der FCN ist generell einer der stärksten Kader der Liga, das kann man definitiv so sagen, dementsprechend auch Mitfavorit auf den Aufstieg, wie sich das am Ende darstellen wird, ob das realistisch ist oder nicht, muss man im Laufe der Saison sehen. Innenverteidigung, insbesondere der ehemalige 96er Florian Hübner, natürlich ein bekanntes Gesicht für mich, super solider Spieler, sicherlich nicht gesetzt, aber auf jeden Fall einer, auf den man sich verlassen kann. Christopher Schindler und Asgar Sörensen werden wohl das gesetzte Innenverteidiger-Duo sein und das ist eine ziemlich große Qualität. Schindler ist Kapitän und Sörensen ist ebenfalls ein sehr, sehr guter Zweitligaspieler. Das heißt, die beiden haben in der vergangenen Saison auch bereits gezeigt, dass sie gut zusammen spielen können. Ich meine, im Endeffekt wurde vor allem Sörensen ja von RB Salzburg geholt. Das ist ein gutes Zeichen, weil grundsätzlich ist Salzburg ja dafür bekannt, Spieler vernünftig auszubilden. Man kann von RB halten, was man möchte, aber die Spieler, die aus dieser Schule kommen, sind meistens ziemlich gut unterwegs. Hat sicherlich auch in der Jugend bei Midtjylland gespielt, das darf man nicht vergessen und nicht nur bei RB, aber nichtsdestotrotz ein sehr solider Innenverteidiger, den ich gerne bei 96 hätte, so rein qualitativ. Von daher kann man sich darüber nicht beschweren. Christopher Schindler ebenfalls ein sehr erfahrener Spieler, ursprünglich mal kenne ich den noch bei Huddersfield, das heißt, er hat auch in England Erfahrungen gesammelt. Das ist ein sehr, sehr starkes Duo und dazu kommt halt eben noch die Außenverteidigerposition, wo sie mit Tim Handwerker und Jan Jamelra sehr gut aufgestellt sind. Wehkesser ist prinzipiell erstmal Linksverteidiger, den sie ablösefrei von Regensburg geholt haben. Ich glaube, der kann aber auch Mittelfeld spielen. Auf der anderen Seite ist Enrico Valentini der Backup, extrem erfahrener Zweitligaspieler, also auch in der Breite qualitativ sehr gut aufgestellt. Sieht man ja auch in der Innenverteidigung, zum Beispiel am Florian Hübner. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Kaderplanung, die Olaf Rebbe da betreibt und ich kann mir vorstellen, dass die Defensive eins der Prunkstücke sein wird, insbesondere weil ich sowohl bei Jamera als auch bei Handwerker sehr viel Qualität nach vorne sehe und wenn man oben angreifen möchte, braucht man offensiv starke Außenverteidiger. Die hat der Club meiner Meinung nach, kann sein, dass ich mich da täusche, das ist nur mein Eindruck, wenn ich an die beiden denke, dann denke ich an zwei offensiv starke Außenverteidiger. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das Mittelfeld, wo wir gerade bei Prunkstück waren, ist auch nicht so viel schlechter, muss man halt ganz ehrlich mal sagen. Ich zähle einfach mal die Namen auf und gerade Fans der zweiten Liga, denen werden die Ohren schlackern. Das ist nämlich wirklich eine große Qualität. Nicht so extrem in der Breite, aber einfach von den reinen Namen. Johannes Geis, Lino Tempelmann, Fabian Nürnberger, Talen Duman, Mats Möller-Deli. Boah, das ist schon wirklich stark. Wenn man bedenkt, dass ein Wehkesser anscheinend auch noch Mittelfeld spielen kann, Eieiei, das ist wirklich gut. Mats Möller-Deli ist ein Spieler, von dem ich schon bei St. Pauli sehr viel gehalten habe, macht sich bei Nürnberg auch sehr, sehr gut, ist, glaube ich, nach dem, was ich hier sehe, der zweiteuerste Spieler, beziehungsweise der Spieler mit dem zweithöchsten Marktwert nach einem der Stürmer vorne drin, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Im Sturm wird es nämlich dann nochmal richtig stark. Dazu noch Jens Kastrop, der ist 18 Jahre alt, Talent ausgeliehen oder gekommen vom 1. FC Köln oder Köln 2, sehe ich hier. Also das ist grundsätzlich natürlich immer interessant, weil man das nicht richtig einschätzen kann, wie gut ist so ein Spieler aus den Jugendmannschaften, aber wenn er einen Profivertrag bekommt, ist es meistens schon ein ganz gutes Zeichen.
In der Breite, wie gesagt, ist da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, aber wenn man bedenkt, dass Sörensen theoretisch auch Sechser spielen kann, Weggesser vielleicht zentrales Mittelfeld spielen kann, ist das schon sehr, sehr stark. Insbesondere natürlich Tempelmann und Mats Möller-Deli, das sind die, die für mich herausstechen. Das ist wirklich eine klasse, klasse Mittelfeldachse, die sie haben. Allein durch die beiden Spieler schon. Und ich glaube tatsächlich, dass man in der Breite noch ein bisschen was tun könnte. Ich habe der Verteidigung gar keine Note gegeben. Ne? Der Verteidigung gebe ich ebenfalls eine 2. Und beim Mittelfeld bleibe ich genau deswegen auch bei einer 2. Es kann sein, dass ich da irgendwas nicht weiß. Ich habe das Gefühl, dass Lukas Schleimer auch irgendwie Mittelfeld spielen kann, dass ich irgendwie sowas gelesen habe. Aber grundsätzlich fehlt mir da qualitativ, gerade im Vergleich zu den absoluten Top-Favoriten oder dem absoluten Top-Favoriten in Liga 2 noch die Breite, aber nichtsdestotrotz ein super Mittelfeld und das wird, glaube ich, richtig Spaß machen, vor allem, weil da junge Kicker dabei sind, wie Tempelmann, wie Nürnberger, aber halt eben auch Spieler, die einfach ein gewisses Flair mitbringen und eine Qualität, die in der zweiten Liga so nicht so häufig vorkommt, wie Mats Möller-Deli, gerade wenn er an seinem Tag eine richtig gute Performance abliefert, macht er extrem Spaß zuzugucken. Super Mittelfeld, gerade mit solchen Spielern wie Johannes Geist, die ja auch unbestrittene extreme Qualität haben. Der ist natürlich verletzungsanfällig ohne Ende, aber Qualität hatte der schon immer. Das ist schon wirklich gut. Muss man schon so sagen. Bin ich ein bisschen neidisch, auch fürs Mittelfeld gibt es dementsprechend eine 2. Und dann kommen wir zur Offensive. Die Offensive, das ist, also das ist wirklich Wahnsinn. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also wie man so einen Kader, also weiß ich nicht. Die müssten theoretisch eigentlich mit 5 Stürmern spielen, gefühlt. Sean Blum zum einen von Kaiserslautern, Neuzugang, 19 Jahre alt. Brauchen wir jetzt nicht viel drüber reden. Lukas Schleimer, gerade bereits erwähnt, grundsätzlich guter Spieler, ja, definitiv, 22 Jahre alt, dementsprechend auch noch im Talentalter, könnte man sagen, also noch U23 und auch flexibel, nach dem, was ich gelesen habe. Dann der teuerste Spieler im Kader, Erik Schuranov, 20 Jahre alt, mittlerweile auch, glaube ich, schon 2 Jahre im Profikader oder 3 Jahre im Profikader, schon Ewigkeiten, den Namen kennt man, super talentierter Spieler. Quad Vodua, wie gerade gesagt, von St. Gallen geholt für 700.000 Euro, extrem talentierter Spieler, der, denke ich mal, durchaus dafür sorgen könnte, dass da ordentlich Tore fallen. Genauso wie Christoph da Ferner, der in meinen Augen, das war bei 96 auch ein Thema, dass man den holen sollte, der nicht so stark ist, wie er gemacht wird. Ich kann mich aber auch völlig täuschen. Ich meine, er hat bei Dynamo Dresden gespielt in der abgelaufenen Saison. Das darf man bei allem nicht vergessen, weil Dresden natürlich nochmal was ganz anderes ist als Nürnberg. Hat 13 Tore gemacht. Das ist absolut überragend. Also so einen hätte man bei 96 letztes Jahr gerne gehabt zum Beispiel. Aber wie er sich bei Nürnberg durchsetzen wird, muss man abwarten. Nichtsdestotrotz, sie haben ordentlich Geld für ihn in die Hand genommen. Das ist dann schon ein recht klares Zeichen. Dann noch Manuel Winzheimer, dann noch Pascal Köpke, dann noch Felix Lohkämper, der auch leider Gottes quasi immer verletzt ist. Aber prinzipiell ist man ein sehr spannender Spieler. Und Manuel Schäffler, der ja auch in der zweiten Liga bereits bewiesen hat, dass er sehr viele Tore machen kann, auch wenn das jetzt letzte Saison bei Nürnberg nicht so geklappt hat. Aber das ist ein Wahnsinnssturm, das ist eine Wahnsinnsoffensive und da kann ich nur eine 1 geben, weil das ist wirklich, da hast du ja in jeglichen Belangen Spielertypen und du hast auch vor allem eine Qualität und du hast ein Backup und du hast Talente und du hast Erfahrung und du hast Fußballer im besten Alter wie da Ferner, wie Dua, wie Köpke. Das ist schon wirklich, wirklich gut, was Nürnberg da hat. Und ich glaube, die Offensive könnte das Prunkstück sein, was in der kommenden Saison den Ausschlag dafür gibt, dass Nürnberg oben mitspielen wird. Das glaube ich schon. Ob es zum Aufstieg reicht, wartet die Zweitliga-Prognose ab oder hört sie bei Klassenunterschied. Ich bin nicht final komplett davon überzeugt, dass jeder immer sofort einschlagen wird. Nicht jeder Transfer, der auf dem Papier gut aussieht, wird auch einschlagen. Aber Nürnberg macht das schon wirklich gut. Also das hat schon irgendwie ein Konzept dahinter. Das spürt man. Und dementsprechend gehe ich ganz stark davon aus, dass im Vergleich zur vergangenen Saison, wo, glaube ich, das Tore schießen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich gucke es vorsichtshalber nochmal nach, dass das dieses Jahr nicht so richtig das Problem werden wird bei der Qualität, die man sich vorne geholt hat. Vielleicht auch einfach gerade deswegen, weil es in der letzten Saison dann nicht so stark aussah. 49 Tore sind immer noch 14 mehr als Hannover 96. Von daher kann es sein, dass ich mir das völlig aus den Fingern gesaugt habe. Ist allerdings auch bei weitem nicht so stark, wie die Mannschaften ganz vorne, wenn man letzte Saison sieht, 61 Tore hatte Pauli, 71 hatte Darmstadt, 67 der HSV, 65 Werder und 72 Schalke. Und das sind die Top 4 gewesen. Dazu haben wir zum Beispiel, Top 5 sind bei St. Pauli auch noch dabei, sogar weniger als Paderborn geschossen und auch relativ viele kassiert. Muss man sehen, wie sich das stabilisiert bekommt oder wie man das stabilisiert bekommt. Weniger Tore geschossen als Regensburg, aber die waren vor allem am Anfang der Saison extrem stark unterwegs. Ich bin extrem gespannt auf den FC Nürnberg. Ich kann mir gut vorstellen, dass die lange Zeit oben mitspielen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die einer der Aufstiegsaspiranten auch für euch als neutrale Zuschauer sind und vor allem auch, dass die Clubfans relativ zufrieden mit dieser Vorbereitung sind beziehungsweise mit der Ausgangslage für die kommende Saison. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich gebe dem Sturm eine 1, der Verteidigung eine 2, dem Mittelfeld eine 2, der Torwartposition eine 2, also im Endeffekt eine 2+. Für den Kader vom ersten FC Nürnberg, meine subjektive Meinung, sehr gut zusammengestellt, sehr ausgewogen. Einer der Mitfavoriten definitiv für die zweite Liga und ich habe auch keine Schwachstelle, abgesehen von der Breite im Mittelfeld. Von daher, ich
Es wäre auch vermessen, wenn ich Handlungsempfehlungen geben würde. Ich bin kein Sportdirektor. Das soll es für heute gewesen sein. Lasst mir eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Wie gesagt, zum 15. Mal. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal kostenlos, um auch die nächsten Analysen nicht zu verpassen. Gerade in der Bundesliga, da werde ich auch immer ein bisschen mehr dazu sagen können, weil ich zugeben auch, wenn ich 96 Fan bin, noch mehr Bundesliga gucke als zweite Liga. Und ja, nächstes Video kommt morgen. Allerdings ist das dann eben Klassenunterschied und es wird wieder um 96 gehen. Und Donnerstag wird wahrscheinlich die Saisonprognose kommen oder Freitag. Und irgendwie dazwischen könnte es durchaus sein oder das kommt am Freitag, dass wir nochmal eine Analyse des Zweitligisten haben. Ja, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao.